Hallo meine lieben Feingeister und willkommen zurück in unserem Humidor. Mein Name ist Lisa Marie Schäfer und ich nehme euch heute mit in die Dominikanische Republik. Die heutige Zigarrenmarke stammt aus der größten Zigarrenmanufaktur der Dominikanischen Republik und zwar der Tabacalera La Aurora, deren Gründer, und ich entschuldige mich, falls ich es falsch aussprechen sollte, Leon Jiménez ein ganz besonderes Andenken gesetzt bekommen hat. Und zwar seine eigene Zigarrenmarke bzw. Serie. Leon Jiménez, heute geht es um die Nummer 5. Die Leon Jiménez Nummer 5 ist, wie der ein oder andere vielleicht erkennt, eine Petite Corona mit einem sehr schönen Ringmaß von 38. Ist eine super milde Mischung, setzt sich zusammen aus einem Connecticut Shade Deckblatt und einer dominikanischen Einlage sowie einem dominikanischen Umblatt. Also alles in allem eine schöne, milde Mischung. Das Besondere an der Zigarre ist die Würze. Die hat eine richtig fein angenehme Würznote. Das erinnert so ein bisschen an Zimt, was wirklich den kompletten Smoke über erhalten bleibt. Es kommt ab und zu so eine leichte Nussnote, hatte ich mal mit dazu. Ein bisschen Zedernholz, aber wirklich im Vordergrund bleibt die Würze. Und deswegen finde ich die so schön. Die ist eine super Einsteigerzigarre, weil man muss nicht viel auseinandernehmen, man muss nicht viel nachdenken, man zündet die an, genießt den cremigen Smoke am Gaumen, lehnt sich zurück und schaltet einfach ab. Schön zum Feierabend, mal 45 Minuten Pause mit einem Bier, einem Whisky oder auch einfach nur einem Kaffee, finde ich, kommt die echt immer gut an. Du interessierst dich für die Leon Jiménez Nummer 5, dann kannst du die natürlich in unserem Humidor entdecken oder aber auch in unserem eBay-Shop. Ich freue mich auf euch und sag bis nächste Woche.